Rund 8.000 bis 10.000 Flüchtlinge sind Einschätzungen zufolge in Mecklenburg-Vorpommern bald zu erwarten. Seit Juni werden die ersten davon in der Zentralaufnahmestelle in Sternbuchholz untergebracht. Vor zwei Wochen hat die Bundesagentur für Arbeit dort eine Beratungsstelle etabliert. Am Montag wurde über die ersten Ergebnisse berichtet. Zwei arabisch sprechende Mitarbeiter haben vor Ort über 60 Gespräche geführt und persönliche Daten aufgenommen. Viele Flüchtlinge haben eine Hochschulausbildung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie sind hoch motiviert und fühlen sich bereit, schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Also das wird natürlich kein Selbstgänger werden. 8.000 Menschen bedarfen einer Unterstützung, bedürfen Betreuung, müssen die Sprache lernen. Aber sie bringen natürlich auch viel Potenzial mit. Und insofern gehen wir schon davon aus, dass wir mit einem langen Atem hier diese Integration zeitversetzt dann hinbekommen. Die Arbeitsagentur selbst bereitet sich derzeit auf eine große Herausforderung vor. Die Mitarbeiter bekommen einen intensivierten Englischunterricht und nehmen am interkulturellen Training teil. Insgesamt.